Hallihallo, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, es können mich alle hören. Herzlich willkommen zur digitalen Zukunftsflieger-Preisverleihung. Wahnsinn, wer hätte das gedacht? Da ich noch keine gegenteilige Rückmeldung aus dem Projektbüro bekommen habe, glaube ich, sind wir jetzt schon drauf. Ich winke mal. Ich kann leider überhaupt niemanden von euch sehen. Mein Name ist Malte Arkona. Ich suche normalerweise im KiKA die beste Klasse Deutschlands und da müssen wir natürlich jetzt noch eine Weile weitersuchen, denn wir wurden da jäh unterbrochen, mitten in der Staffel. Und auch die Zukunftsflieger, das wollten wir ja alles feiern auf der ILA in Berlin, kann natürlich in diesem Jahr so auch nicht stattfinden. Umso besser, dass es dieses Internet gibt und wir uns jetzt hier treffen können. Das ist natürlich ein Ergebnis von vielen Experimenten, Forschungen, kreativen Ideen. Und wie wir gerade merken, in den letzten Wochen kann man gar nicht früh genug damit anfangen. Kinder zu begeistern und sie kreativ zu beschäftigen und austoben zu lassen, auf neue Ideen kommen zu lassen und zu experimentieren, Lösungen zu suchen und zu finden. Denn wir wurden auch fündig. Es gibt drei ganz tolle Gewinnerklassen, die wir jetzt hier online auszeichnen wollen. Ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht. Ich war noch nie bei einer Online-Preisverleihung. Jetzt darf ich das Ganze sogar moderieren. Und wie man sieht im Hintergrund, das ist nicht meine Wohnung, sondern ein Hotelzimmer in Heidelberg. Soweit ist es jetzt. Man moderiert aus dem Hotelzimmer. Obenrum ist alles schick, untenrum ist aber auch kein Schlafanzug mehr. Versprochen. Ich habe mich fein gemacht für diesen ganz besonderen Anlass und sage nochmal ganz herzlich willkommen. Jetzt wollen wir natürlich zu Beginn erstmal einen kleinen Übersicht über diesen Schülerwettbewerb bekommen. Viele wissen ja Bescheid, die Gewinnerklassen sowieso, worum es geht. Aber hier sehen wir schon, es startet. Es geht um die bundesweite Nachwuchsinitiative des BDLI. Und die möchte Grundschulkinder der 3. und 4. Klasse für die Luft- und Raumfahrt sowie für die MINT-Themen begeistern. Wissensmagazine und Experimentierkästen bringen den Schülerinnen und Schülern diese Themen kindgerecht näher. Seit 9 Jahren gibt es jährlich den Zukunftsflieger-Schulwettbewerb. Also der ist ungefähr zum selben Zeitpunkt geschlüpft wie unsere Gewinnerinnen und Gewinner heute, an dem sich Grundschulen aus ganz Deutschland beteiligen können. In diesem Jahr haben uns 50 Wettbewerbsbeiträge erreicht. Heute prämieren wir die 3 besten Projekte. In diesem Jahr musste die Jury aus 3 Wettbewerbskategorien die besten Einreichungen ermitteln. Und hier könnt ihr jetzt mal ein paar der Beiträge sehen, die in diesem Jahr eingereicht wurden. In der Kategorie Foto-Challenge ging es darum zu zeigen,
wie das Zukunftsflieger-Wissensmagazin im Unterricht eingesetzt wird und bei der Aufgabenlösung. Da ging es darum, einzig mit Papier eine Brücke zu bauen, die mindestens 60 cm lang und möglichst tragfähig ist. Bei der Projektarbeit konnten die Teilnehmenden ein freies Projekt rund um die Luft- und Raumfahrt gestalten. Da war der Fantasie keine Grenzen gesetzt und das sind ganz wunderschöne Bilder von ganz tollen Ergebnissen, die uns hier erreicht haben. Wie in jeder Runde fiel es natürlich auch diesmal besonders schwer, da Gewinner zu küren, denn das waren wirklich so faszinierende Beiträge, die hier ankamen. Also ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Das habt ihr wirklich super gemacht. Und die Jury war vor einer schweren Aufgabe. Hier sehen wir schon die Wettbewerbsjuroren. Das ist ja diese Jury, die auch in diesem Jahr wieder prominent besetzt ist. Zum Beispiel durch Klaus-Peter Wilsch, den Vorsitzenden der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt des Deutschen Bundestags. Hallo, hallo Herr Wilsch. Hallo, liebe Teilnehmer am Zukunftsflieger, dem Wettbewerb für Nachwuchs im Luft- und Raumfahrtbereich. Ich bin Klaus-Peter Wilsch, der Vorsitzende der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt im Deutschen Bundestag und als solcher auch Mitglied der Jury. Es war wieder interessant und spannend zu sehen, was für tolle Beiträge hereingereicht worden sind. Ich hoffe, ihr seht die Entscheidung der Jury nach, könnt die nachvollziehen und ich möchte euch alle ermuntern, weiterzumachen und dran zu bleiben am Thema. Dann fangt ihr vielleicht auch als erstes an zu fliegen, wie meine Tochter, die hier bei den Luftsportfreunden des in Abergen ihre ersten Flugversuche unternimmt und bleibt bei der Branche, auch wenn es momentan ganz schwierig ist, denn Luftverkehr hat Zukunft, da bin ich ganz sicher. Dankeschön, Herr Wilsch. In der Jury sitzen außerdem Thomas Jatzombek, das ist der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, und Herr Professor Dr. Peter Dahmann, Professor und Dekan an der FH in Aachen. Außerdem Rolf Henke, Vorstandsmitglied des DLR, Dirk Hoke, Mitglied im Vorstand des DLR, Dr. Holger Voss, Astrophysiker und Siemens Space Educator, und die Lehrerin und Koordinatorin der MINT-freundlichen Schulen in Bayern, Judith Herrmann, und ich selbst zum ersten Mal auch in der Jury dabei. Deswegen weiß ich ganz genau, von welchen tollen Projekten wir heute hier sprechen. Und ich war echt begeistert, als ich das alles gesehen und gelesen habe, was ihr da gemacht habt. Richtig toll. Ich freue mich riesig, dass wir euch heute auszeichnen. Denn kein Virus der Welt hält uns davon ab, eure tollen Arbeiten zu küren und zu prämieren und euch die Preise zuzusenden. Zum ersten Mal haben wir auch Mitglieder des Bundestags aus den Wahlkreisen der Gewinnerteams zu Gast. Herrn Paul Lehrieder von der CDU-CSU für die Gewinnerklasse aus Würzburg. Herrn Dirk Vöpel von der SPD für die Gewinnerinnen und Gewinner aus Oberhausen. Und Herrn Helge Lind, auch von der SPD, ist uns für das Gewinnerteam aus Wuppertal zugeschaltet. Außerdem sind heute Gäste der Arbeitsgruppe Nachwuchskräftesicherung sowie des Fachausschusses HR. Ihr seht schon, da waren nicht nur eine Menge Kinder dabei, sondern auch ganz viele Erwachsene, die richtig stolz auf euch sind und die sich freuen, dass wir so tolle Kinder haben. So, bevor wir richtig losstarten, habe ich noch ein paar Hinweise an euch. Leider kann ich euch ja gar nicht sehen, aber wir können zumindest mal tonlich zu euch live schalten. Das heißt, wir schalten euer Mikrofon dann frei. Oben ist so ein grünes Mikrofonsymbol, da müsst ihr dann auf Erlauben klicken. Und dann müssen wir euch eigentlich hören können. Wir ist immer das Projekt. Ich glaube, da gehen die ersten Mikrofone schon kaputt vor Begeisterung. Ich gebe mal einen kleinen Countdown und dann probieren wir das nochmal, ob wir euch irgendwie jubeln hören können. In 5, 4, 3, 2, 1, jetzt! Hervorragend, Mensch, da sind wirklich Menschen. Gott sei Dank, ich sitze hier nicht alleine und einsam und quatsche in meinen Computer rein. Toll, toll, toll. Das wird eine super Preisverleihung. Falls ihr Fragen an mich habt, habt ihr vielleicht schon gesehen im Chat, ihr könnt die da gerne reinschreiben. Am Ende beantworte ich die, wenn ich sie denn beantworten kann, das zu allen Themen, wie ihr wollt, also KiKA, beste Klasse oder auch hier dieser Wettbewerb, gerne reinschreiben. Direkt an dieser Stelle beantworte ich sie dann. So, dann haben wir noch ein kleines Männchen da oben in dieser Zeile, wo auch das Mikrofon und dieser Lautsprecher ist. Da gibt es so Symbole für Klatschen oder Lachen. Da könnt ihr auch gerne die ganze Zeit drauf rumklicken, wenn ihr wollt.
oder ihr hört hier einfach zu, wie ihr möchtet. So, jetzt starten wir aber mit unseren Gewinnerteams. Zuerst sind wir in der Kategorie Foto Challenge unterwegs. Und wir heißen 10 Schülerinnen und 12 Schüler der Eichendorf Grundschule aus der Nähe von Würzburg in Bayern herzlich willkommen. Ihr hattet endlose Ideen, wo ihr das Magazin überall lesen könnt und habt als Team super zusammengearbeitet und ganz tolle Fotos geschossen. Da fliegen wir hin nach Würzburg. Ein kleiner Rundflug, ist ja hier Zukunftsflieger. Nun wollen wir euch aber mal hören. Also speziell die Klasse in Würzburg. Schaltet euer Mikrofon mal frei, das müsst ihr ja eben schon geübt haben. Seid ihr denn da? Ja, zumindest mal kurz. Also da waren Menschen und jetzt ist das Internet wahrscheinlich, hat auf Pause geschaltet. Wie auch immer, wir haben euch kurz gehört, jetzt schauen wir uns mal euren Wettbewerbsbeitrag an. Ihr habt uns auf eine Zukunftsfliegerreise durch den Weltraum mitgenommen und uns gezeigt, wo ihr überall das Zukunftsflieger-Magazin gelesen habt. Da seht ihr euch selber hier, im All, auf der Raumstation ISS, auf dem Mars und dem Mond. Mit einem grünen Tuch, dem Greenscreen und einer passenden App habt ihr euch an die verschiedenen Orte gebeamt. Das ist eine super Idee und die muss natürlich belohnt werden. Ihr habt ja schon die Kinotickets für den Film Shaun das Schaf gewonnen und soweit ich weiß, wart ihr auch schon alle im Kino. Denn das ist ja im Moment auch etwas schwierig, dahin zu gehen. Ich hoffe, das war ein schönes Erlebnis mit der ganzen Klasse. Und jetzt schalten wir mal live zu eurer Lehrerin, Frau Heeres. Sind Sie denn da? Erstmal herzlichen Glückwunsch an Sie natürlich. Und wenn Sie da sind, dann können wir Sie eventuell nicht nur hören, sondern sogar auch sehen. Frau Heeres, sind Sie da? Wir klicken und schalten mal. Ist die Frau Heeres da? Wir können sie ja alle mal rufen bei 3. 1, 2, 3. Frau Heeres! Ich höre... Ja, bin da. Sie schreibt immer hier im Chat. Immerhin. Das ist ja nicht schlecht. Ich dachte, wir könnten sie vielleicht sogar hören und sehen. Im Moment wahrscheinlich nicht. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Welche Worte für die Nachwelt wollen Sie denn hier hinterlassen an Ihre Klasse gerichtet? Offenbar auch schriftlich. Ach, Sie haben kein Mikrofonsymbol. Das ist natürlich dann ganz schwierig. So, jetzt ist das Mikrofon gekommen. Ja, Frau Heeres, sind Sie es? Ja, ich bin es. So. Können Sie mich denn hören? Stumm, solange die Frau Heeres spricht. Frau Heeres, hören Sie mich? Hallo. Hallo alle zusammen. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich zu eurem tollen Sieg gratulieren. Ich bin sehr stolz auf euch. Im September habe ich euch ja als Klasse neu übernommen und habe schnell gemerkt, dass wir an unserem Teamgeist noch etwas feilen können. Dieses Projekt vom Zukunftsflieger war unsere erste große Aktion, wo wir versucht haben, als Team besser zusammenzuwachsen und so richtig als Team mit uns zusammenzuschweißen. Und wir haben uns hervorgenommen, in Teams uns auf verschiedenste originelle Plätze zu beamen und dort eben uns zu fotografieren. Ihr hattet super tolle Ideen, wo wir alles uns fotografieren können, ob jetzt ISS, Mars, Mond, Weltall. Und ihr habt nur für Ideen so gesprudelt, das fand ich ganz, ganz klasse. Und dann ging es ja in die Gruppen und ihr musstet dann am grünen Tuch euch fotografieren. Da war teilweise noch großes Chaos und große Lautstärke. Ich musste ab und zu schimpfen. Aber wir haben uns total gut zusammengerauft, haben dann ein tolles Ergebnis gehabt. Und umso stolzer bin ich jetzt,
wie wir jetzt schon als Team in dem Dreivierteljahr super zusammengewachsen sind und wie gerne wäre ich heute mit euch allen in Berlin auf der ILA und würde dort gerne live als Team mit euch die Preisverleihung erleben, was leider nicht geht. Aber ich finde es ganz toll, dass ihr da trotz Corona eine Alternative gefunden habt und wir jetzt heute hier bei dieser ersten virtuellen Preisverleihung meines Lebens sind. Ich gratuliere euch allen ganz herzlich und bin sehr stolz auf euch. Frau Hede, das ist ja nett. Mensch, das bisschen Schimpfen hat sich gelohnt. Ich hoffe, das ist in Zukunft gar nicht mehr so nötig. Sie haben gewonnen mit Ihrer Klasse. Tolle Aktion. Herzlichen Glückwunsch. Und Herr Lehrieder, der direkt gewählte Abgeordnete aus dem Wahlkreis eurer Siegerschule, der möchte natürlich auch noch ein paar anerkennende Worte sagen. Liebe Schüler der Eickendorf Grundschule, liebe Lehrkräfte, darf ich Ihnen sehr herzlich zur Preisverleihung des Zukunftsfliegerpreises hier in Berlin gratulieren, hier auf der Kuppel des Reichstages. Ihr habt euch mit eurer Klasse Gedanken gemacht zu einer virtuellen Reise zum Mond, zum Mars, zu einem... Dankeschön, Herr Lehrieder. Keimfreie Grüße aus Berlin. So ist das im Jahr 2020. Irgendwann sehen wir uns alle auch in echt wieder, aber wir feiern euch natürlich trotzdem. Schöne Grüße nach Würzburg und ganz herzlichen Dank für diesen tollen Beitrag. Wir kommen zur nächsten Kategorie und das ist die Kategorie Aufgabenstellung. Wir fliegen jetzt zur Eulenklasse der Schule an der Oranienstraße aus Oberhausen in Nordrhein-Westfalen und die hat sich hier durchsetzen können. Mit dem Namen Eulenklasse hattet ihr natürlich die besten Voraussetzungen für unseren Zukunftsfliegerwettbewerb, aber das haben wir nicht bewertet, weil die anderen heißen halt nicht Eulenklasse, da können sie ja nichts dafür. Euer Team besteht aus 27 Kindern, 9 Mädchen und 17 Jungen und von Anfang an habt ihr euch mit großer Begeisterung und Zuversicht in das Projekt reingeworfen, dafür wurdet ihr belohnt. Euch wollen wir jetzt natürlich auch gerne mal ganz laut hören. Seid ihr da, Schule an der Oranienstraße, liebe Klasse 4b? Schaltet doch mal euer Mikrofon ein. Ah, hervorragend, sehr gut. Also, herzlichen Glückwunsch und jetzt schauen wir uns euren Wettbewerbsbeitrag mal ganz genau an. Ihr habt eine tolle Brücke aus Papier gebaut und alles ganz genau mit Fotos und Texten dokumentiert. Das war wirklich beeindruckend. Also, ihr habt euch eine wahnsinnige Mühe gemacht, mit viel Papier experimentiert und eine Riesenmenge Papierröllchen gebastelt, sodass eure Brücke auch ganz lange und viel Gewicht aushält. Ihr habt sogar erst einen Prototypen eurer Brücke gebaut, wodurch ihr wichtige Erkenntnisse gewinnen konntet, die ihr auf eure finale Brücke dann angewendet habt. Auf diese Brücke konntet ihr dann euren Mitschüler draufsetzen. Zusammen mit einem 11 Kilogramm Eimer trug eure Brücke zum Schluss 36 Kilo, bis sie am Ende einstürzte. Wow, das ist echt beeindruckend. Jetzt schalten wir mal eure Lehrerin, Frau Löst. Ich hoffe, dieser Name ist richtig ausgesprochen live dazu. Herzlichen Glückwunsch natürlich an Sie und an Ihre Klasse. Jetzt Ihre Worte für die Nachricht. Hallo, Herr Arona. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Ja, perfekt. Der Name spricht nicht Loes aus, aber ich höre auch alles. Loes. Entschuldigung, dann haben wir was dazu. Das ist nicht schlecht. Frau Loes. Ihre Worte an die Nachwelt. Ja, sehr gerne. Auf meine Eulen bin ich so stolz. Das war nämlich wirklich ihre eigene Brücke. Am Anfang haben wir zusammen Ideen gesammelt, wie wir eine Brücke möglichst stabil bauen könnten. Und dabei habe ich auch einen Vorschlag eingebracht, aber der wurde demokratisch korrekt, sehr höflich, aber bestimmt abgeschmettert, weil die Kinder von Anfang an sehr selbstbewusst an ihre eigene Strategie glaubten. Die wollten nämlich ganz viele dicke Röhren verbauen und die wurden für ihre Zuversicht belohnt. Das Projekt haben wir mit mehreren kleinen Arbeitsgruppen gestartet, aber sehr schnell stand für die Kinder fest, dass wir ganz viele Röhren brauchen und dass wir davon auch nur die allerbesten nehmen können und dass wir deshalb alle zusammen als Klasse an dieser Brücke bauen müssen, weil wir es sonst einfach nicht schaffen. Und neben praktisch erworbenem Fachwissen über die Stabilität haben die Kinder etwas viel Wichtigeres gelernt, nämlich dass man im Team gemeinsam mit vielen
richtig stark ist und dass wir Dinge schaffen können, die wir selber gar nicht für möglich gehalten hätten. Und wir haben immer wieder Gelegenheit, genutzt Vermutungen anzustellen, zu begründen, warum wir sie für zutreffend oder nicht zielführend halten und haben dann über das weitere Vorgehen abgestimmt. Auch das hat mir ganz viel bedeutet. Wenn nämlich einfach einer seinen Willen durchgesetzt hätte, dann wäre die Gruppe gar nicht so gut geworden. Die besten Argumente haben in einem demokratischen Verfahren die meisten Stimmen gewonnen und so sind wir zu einer echt tollen Gruppe gekommen. Ich möchte mich aber auch total gerne bei den Zukunftsfliegern bedanken, weil die Aufgabe einfach so schön war. Mir hat als Lehrerin echt unglaublich viel Spaß gemacht, die Kinder bei diesem Projekt zu begleiten, wie sie als Gruppe zusammengefasst auch die Zuhörerin des anderen Projekts erzählt hat, wie ernsthaft die diskutiert haben und wie zuversichtlich sie von der ersten Minute an waren und ihr Projekt unsere Brücke nach Berlin nannten. Die fanden mich immer sehr pessimistisch, weil ich gesagt habe, da machen auch viele andere mit, nein, wir fahren nach Berlin. Und wie unglaublich sie gestaunt haben, als die Brücke immer mehr und noch mehr tragen konnte und wie sie gejubelt haben über diesen Erfolg. Und wie hartnäckig sie bei der Dokumentation des Projektes am Ball geblieben sind, obwohl ich in zahllosen Schreibkonferenzen immer wieder Änderungen und Ergänzungen eingefordert habe. Liebe Eulen, ich freue mich sehr für euch und bin dankbar, dass ich eure Klassenlehrerin bin. Danke, Frau Duett. Herzlichen Glückwunsch an alle. Das ist ja toll. Was für eine super tolle Gemeinschaft. Und was man da alles nebenher noch so lernt, ne? Im sozialen Bereich. Das ist natürlich auch faszinierend. Herr Prof. Dr. Peter Dahmer, der Dekan des Fachbereichs Luft- und Raumfahrttechnik an der FH Aachen, möchte euch auch noch ein paar lobende Worte zukommen lassen. Er hat den Mund schon offen und jetzt starten wir das Video. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz in dem Wettbewerb Zukunftsflieger 2019-2020. Ja, ihr seid die Siegerinnen und Sieger. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, in dem Projekt. Und die Schülerinnen und Schüler haben hierbei eine Brücke gebaut. Und zwar nicht irgendeine Brücke, sondern eine Brücke aus Papier. Ihr habt aus einzelnen Papierstreifen ja Rollen gebaut, Röhren gebaut. Aus diesen Röhren wurde dann eine Brücke. Und die Brücke war super leicht und super stabil. Sie konnte einen Jungen aus eurer Klasse tragen und noch 10 Kilo dazu. Eine tolle Leistung, wirklicher Leichtbau. Und Leichtbau ist das, was wir brauchen, um zu fliegen in der Luft- und Raumfahrttechnik. Und das ist eben toll. Und ich kann euch sagen, Fliegen macht wirklich Spaß. Es bringt einen nicht nur von A nach B, sondern ist auch eine tolle Erfahrung. Also von meiner Seite aus nochmals herzlichen Glückwunsch. Euer und ihr, Peter Dahmann, Dekan des Fachbereiches Luft- und Raumfahrttechnik der Fachhochschule Aachen. Vielen Dank, Herr Dahmann. Mensch, was ist da ein Wind in Aachen? Nicht, dass er noch wegfliegt hier nach dem Grußwort. Und wir düsen direkt zum nächsten Grußwort. Das kommt von Herrn Vöpel, der direkt gewählte Abgeordnete aus dem Wahlkreis dieser Siegerschule ist. Und er hat auch Glückwünsche für euch vorbereitet. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren. Auf diesem Wege möchte ich den drei Gewinnerklassen zu ihrer tollen Leistung beim Zukunftsfliegerwettbewerb des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. ganz herzlich gratulieren. Mit euren kreativen und innovativen Ideen konntet ihr euch erfolgreich gegen 50 andere Klassen durchsetzen und habt verdient gewonnen. Als Oberhausener freue ich mich ganz besonders über den Erfolg der Klasse 4b der Schule an der Oranienstraße. Gemeinsam habt ihr es geschafft, die leichteste Brücke zu bauen, die trotzdem das schwerste Gewicht tragen kann. Das ist eine großartige Leistung. Leider kann ich euch heute nicht persönlich gratulieren, was ich sehr schade finde. Ich hätte eure Brücke gerne live gesehen und mir von euch erklären lassen, wie man das nur mit Papier schaffen kann. Das können wir ja vielleicht irgendwann nachholen. Feiert euch und eure Superleistung heute ordentlich und bleibt weiter so wissbegierig, kreativ und experimentierfreudig. Herzlichen Glückwunsch nochmal und besten Gruß aus Berlin. Euer Dirk Vöpel. Herr Vöpel, vielen Dank. Schöne Grüße nach Berlin. Und ihr merkt schon, also das ist was ganz Besonderes, was ihr da gemacht habt. Nicht mal so ein bisschen Bastelstunde, sondern es geht hier wirklich um was. Um eure Ideen, um euer Zusammenspiel, um euren Zusammenhalt in einer Gruppe. Und das hat eure Lehrerin ja auch ganz wunderbar in Worte gefasst. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute nach Oberhausen. Das ist super. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar ist das die Projektarbeit.
Hier konnte sich die Experimentier-AG der GGS Ferdinand-Lasalle-Straße aus Wuppertal-Wohnsdorf, ebenfalls in Nordrhein-Westfalen, den Sieg sichern. In eurer AG beschäftigt ihr euch im Wechsel mit Themen aus Chemie, Physik und Biologie und macht dabei natürlich jede Menge Experimente. Eure AG besteht aus 7 Mädchen und 9 Jungs aus unterschiedlichen Klassen, Klassenstufen und Nationen. Mit eurem Sieg zeigt ihr ganz deutlich, wie die Arbeit an einem gemeinsamen Projekt zusammenschweißt. Und jetzt wollen wir euch auch mal hören, bevor wir zu eurem Wettbewerbsbeitrag kommen. Aktiviert doch bitte euer Mikrofon und lasst mal hören, ob ihr da seid. Wuppertal! Oh ja, ihr habt so laut geklatscht, dass man es von Wuppertal nach Heidelberg hören konnte. Und nun schauen wir uns euren tollen Wettbewerbsbeitrag mal ganz genau an. Euer Projekt bestand nämlich aus 2 Teilen. Zuerst habt ihr euch ganz intensiv mit der Raumfahrt und dem Antrieb einer Rakete auseinandergesetzt. Dazu habt ihr mit verschiedenen Materialien experimentiert, ganz unterschiedliche Antriebe getestet und sogar eure eigenen Ariane-Raketen gebaut, die ihr in die Luft geschossen habt. Im zweiten Teil eures Projekts habt ihr eine Planetenausstellung in eurer Schule realisiert und euren Mitschülern so ein tolles Erlebnis ermöglicht. Das ist natürlich auch eine super Idee, so hatte dann die ganze Schule was davon. Frau Moritz müsste jetzt auch in der Leitung sein. Frau Moritz, sind Sie denn da? Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, hallo, liebe Grüße. Grüße aus Wuppertal, hallo. Können Sie mich hören? Schön. Hallo. Ja, ich kann Sie. Ja, erst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Schulleiterinnen, Frau Bollhorst und Frau Hummert, bedanken, dass sie uns in dieser schwierigen Corona-Zeit es ermöglicht haben, uns hier zumindest virtuell zu treffen und an der Preisverleihung teilzunehmen. Und dann möchte ich den 4 Stellvertreterkindern danken, die jetzt für 16 Kinder jubeln müssen. Leider war es nur in dieser kleinen Gruppe möglich, die Kinder zusammenzubringen. Nochmal wieder. Ja, ich muss sagen, ich habe eine super tolle AG-Gruppe. Die Gruppe besteht, das hatten Sie ja schon gesagt, aus 4 verschiedenen Klassen, aus 6 verschiedenen Nationen. Und die Kinder haben sich von Anfang an total toll engagiert. Sie haben super eigene Ideen entwickelt, haben Anregungen eingebracht, die wir dann umgesetzt haben. Und ich bin super, super stolz auf mein Team. Die Kinder haben sich gegenseitig geholfen und sie haben mich unterstützt in jeder Hinsicht. Vor allen Dingen zum Abschluss bei der großen Ausstellung, die wir für die Schule organisiert haben, wo wirklich jedes Kind seinen eigenen Part gemacht hat, um das zu realisieren. Also nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an das super Team. Danke, Frau Moritz, herzlichen Glückwunsch. Das ist toll. Ich hoffe, Danke. Sie feiern. Aber die Sophien machen die ja schon gut Stimmung. Also das war bestimmt eine tolle Aktion. Jetzt kommen weitere Grußworte, und zwar von Herrn Jatzombek, dem Koordinator der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt und auch Mitglied des Bundestags. Also der sitzt da in diesem Gebäude, das ihr gerade eben in dem anderen Video schon gesehen habt, mitten in Berlin, und er möchte euch auch zu eurem Sieg gratulieren. Liebe Schülerinnen und Schüler der OGS Ferdinand-Lasalle-Straße in Wuppertal. Als Düsseldorfer freue ich mich natürlich, dass dieses Jahr der Preis gleich in die Nachbarschaft ins Bergische geht, und ich gratuliere Ihnen und euch ganz herzlich zur tollen Arbeit und für den verdienten ersten Platz in der Kategorie Projektarbeit. Im letzten Jahr waren Sie und wart ihr auch schon mit dabei, und das ist ein gutes Zeichen. Kontinuität ist etwas Wichtiges, um Erfolg im Leben zu erreichen, dann auch mit dem 3. Platz, und das zeigt, wenn man sich anstrengt, wenn man sich weiter verbessert, dann kommt man hier ganz an die Spitze. Und ihr habt mit vielfältigen Experimenten zum Thema Raumfahrt geforscht und die Ergebnisse im Anschluss in einer Ausstellung vorgestellt. Besonders beeindruckt war ich von der präzisen Auswertung der Laborversuche und von der kreativ-künstlerischen Umsetzung des Themas. Das Thema Raketen und Erforschung des Weltraums fasziniert nicht nur Kinder, aber auch meinen eigenen Sohn besonders, mich aber nicht minder,
sondern es fasziniert viele Menschen draußen. Und es ist auch ganz klar einer der Schwerpunkte der deutschen Raumfahrtpolitik. Und viele Teile dessen, was sich im Weltraum bewegt, kommen aus deutschen Labors, aus deutschen Fabriken und Werken. Ob das die Galileo-Satelliten beispielsweise sind, die Navigation ermöglichen, oder ob es die technische Plattform des amerikanischen Orion-Raumschiffs ist, was dann hoffentlich sehr bald auch zum Mond fliegen wird, oder auch Teile der Ariane-Rakete. Alles das ist Hightech made in Germany und ihr seid nun mit eurer Arbeit auf dem besten Weg, die nächste Generation dieser Forscher, Entwickler und Ingenieure zu werden, die eben Raketen und Raumschiffe bauen können. Und da möchte ich euch ausdrücklich zu ermutigen. Wir brauchen nämlich mehr Nachwuchs im Bereich der Ingenieurwissenschaften und der Technologie. Und am Ende wird auch bei den Profis nur mit Wasser gekocht. Und vielleicht werdet ihr diejenigen sein, die dann tatsächlich in 10 Jahren oder vielleicht noch ein bisschen später das revolutionäre neue Raumschiff bauen. Der deutsche Elon Musk werdet und sagt, wir machen eine ganz andere Technik und wir werden jetzt mal zeigen, wo der Hammer hier hängt. Und dafür wünsche ich euch viel Durchhaltevermögen, viel Motivation, viel Energie. Wichtig ist immer die Motivation auch durch die Lehrerinnen und Lehrer, denn ohne läuft bei solchen Vorhaben in der Regel nichts. Und deshalb ein ganz großes Kompliment an eure Lehrerin, Frau Moritz, die hier ein dauerhaft großes Interesse hat und das freut mich sehr. Tolle Lehrer findet man nicht an jeder Ecke und meinen herzlichen Glückwunsch dafür. Das ist eine bemerkenswerte Leistung, die Sie hier bringen. Ich glaube, Sie werden mit Ihrem Preisgeld sinnvolle Dinge tun und wenn Sie das Engagement hier weiterentwickeln, dann freut uns das. Alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Herrn Jatzombeck. Tolle Lehrerinnen und Lehrer findet man zwar nicht an jeder Ecke, aber spätestens beim Homeschooling haben viele Eltern gemerkt, was für einen tollen Job die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich da machen jeden Tag. Wir schalten jetzt weiter zu Herrn Lind, dem direkt gewählten Abgeordneten aus dem Wahlkreis dieser Siegerschule. Und er möchte natürlich auch noch ein paar anerkennende Worte sagen. Liebe Schülerinnen und Schüler der OGS Ferdinand-Lassalle-Schule in Wuppertal-Ronsdorf. Aufbruch zum Mond. Diesen berühmten Film mit Ryan Gosling kennt ihr bestimmt. Und für mich seid ihr die Mondflieger von heute. Und deshalb habt ihr völlig zu Recht wiederum mit eurer Projektarbeit in dem Wettbewerb Zukunftsflieger des BDLI gewonnen. Sowohl eure hochkreative und sehr detaillierte Ausstellung zum Sonnensystem als auch die Versuche zum Raketenantrieb haben die Jury schlichtweg begeistert. Und ihr macht mich unheimlich stolz. Deshalb aus Berlin die besten Glückwünsche von mir. Ihr habt es so verdient und ihr macht Hoffnung, denn wir brauchen Menschen heutzutage, die nicht nur von Angst getrieben sind oder sich mit Hass beschäftigen, sondern die die Welt erforschen wollen und neugierig sind. Das seid ihr. Ihr seid meine Heldinnen und Helden und ich wünsche euch alles Gute. Auf bald in Wuppertal. Dankeschön an Herrn Lind und bei den Heldinnen und Helden, die heute hier gewinnen, bedanken wir uns natürlich auch im Namen des BDLI ganz, ganz herzlich, dass ihr mitgemacht habt. Wirklich super gemacht. Man kann gar nicht genug loben. Dafür gibt es ja diese Preisverleihung. Und es heißt Preisverleihung. Ist ja nicht nur eine Verleihung, sondern es muss ja auch irgendwie einen Preis geben. Wir könnten das Thema natürlich jetzt einfach überspringen und überhaupt nicht erzählen, was für ein Preis das ist. Oder ihr macht nochmal richtig Lärm, dann ist das für mich das Zeichen, dass ich doch erzählen soll, was es für einen Preis gibt. Mal gucken, ob ich was höre in den nächsten Sekunden. Hallo! Ihr wollt es wissen. Dann ist ja gut. Wir gucken mal hinter die Kulissen des Projektbüros. Da schalten wir jetzt live hin. Da werden nämlich die Preiskisten gepackt. Und was kommt in so ein Paket hinein? Schauen wir mal, ob die Schalte klappt. So. Jetzt knallt so ein bisschen der Ton. Das ist auch nicht schlecht. Das klingt ja manchmal auch ein bisschen spacig. Ich kann ja schon mal anfangen, euch zu sagen, was da drin ist. Also in so einem Paket, da ist auf jeden Fall für jede und für jeden von euch eine ganz tolle Urkunde drin. Damit ihr natürlich auch allen Freundinnen und Freunden zu Hause... Hallo! So, dann zeig doch mal, was ist denn da drin in diesem Paket? Könnt ihr mich hören? Ja, wir können dich hören. Wunderbar. Genau mal, dann erzähl doch mal. Urkunde.
das Praktizieren. Kannst du uns sowas mal zeigen? Ah, das sieht gut aus. Da könnt ihr euren Freunden und Familie natürlich zeigen, dass ihr hier gewonnen habt, den Zukunftsfliegerpreis. Und dann müssen wir natürlich mit euren Eltern auch die kleine Challenge machen. Wer kann fünfmal ganz schnell Zukunftsflieger hintereinander sagen und wer macht das ohne Fehler und am schnellsten? Weil das ist wirklich eine Herausforderung. Zukunftsflieger, Zukunftsflieger, das klappt schon beim ersten Mal nicht so richtig. Naja, zudem bekommt ihr alle natürlich noch ein Geschenk mit rein, und zwar einen Balsaholzflieger. Da ist er, den könnt ihr euch selber zusammenbauen und gestalten und natürlich dann auch fliegen lassen. Und dann packen wir einen großen Sack mit Eisenständen. So viele Eisenständen auf der Hals, 100 Euro zusammen, wenn das Paket richtig schön ist. Beziehungsweise nein, natürlich nicht. Wir überweisen das Ganze keimfrei in eure Richtung und dann könnt ihr was ganz Tolles damit unternehmen. Vielleicht einen schönen Ausflug machen oder euch einfach einen tollen Tag, wenn ihr euch denn dann alle mal wieder treffen könnt. Also, das sind eure Preise. Viel, viel Spaß damit. Und da wir jetzt ja live gar nicht sehen können, wie ihr euch freut, gibt es eine kleine Umfrage. Das seht ihr da unten jetzt in dem Fenster. Ich freue mich wie ein Schnitzel oder ich freue mir ein Loch in den Bauch oder ich freue mich so sehr, dass ich einen Freudentanz aufführen möchte. Klickt doch mal da drauf, was so am ehesten zu euch passt. Bis jetzt ist das Schnitzel weit vorne, aber jetzt kommt der Freudentanz hinterher. Aha, aha, gleich auf. Schnitzel holt wieder auf. Freudentanz noch ein wenig zurück. 25%, 75%, 78% sind jetzt schnitzelmäßig unterwegs. Ein Loch in den Bauch ist auch entstanden bei 11% vor Freude. Ja, jetzt sind es 13 sogar. Es ist so ein bisschen ein Hin und Her. Aber wir sehen, das Schnitzel hat eine leichte Führung jetzt wieder. Vielleicht auch, weil es jetzt schon in Richtung Mittagessen geht. Ihr freut euch wie ein Schnitzel und vielleicht auch aufs Essen. Also, ich denke, das ist jetzt das... Nee, es tut sich noch was. Sehr gut. 70% im Moment freuen sich wie ein Schnitzel. Das ist das Ergebnis. Jetzt kann nicht mehr abgestimmt werden. Es ist amtlich, demokratisch wurde entschieden. 70,3% freuen sich wie ein Schnitzel. Das sind 19 Menschen. Ich freue mir ein Loch in den Bauch, haben 2 gesagt. Das sind 7,41%. Und ich freue mich so sehr, dass ich einen Freudentanz aufführen möchte. Meinen 6 Leute, nämlich 22,2%. Das ist schön. Hauptsache, ihr freut euch. Auf welchem Wege auch immer. Das ist das Umfrageergebnis und jetzt haben wir natürlich auch vielleicht noch ein Ergebnis. Ich glaube, eine Frage kam auch schon rein zur besten Klasse oder sowas. Das beantworte ich natürlich gerne. Die Frage war von Anna und Lisi, wie lange bist du schon bei die beste Klasse Deutschlands? Und da muss ich sagen, bin ich schon seit 11 Jahren. Das ist in diesem Jahr meine 12. Staffel und wir mussten natürlich mittendrin unterbrechen. Also die ersten 16 Klassen waren da, haben gewonnen, kamen weiter. Und nun gibt es noch keine Gewinnerklasse 2020. Seit 4 Tagen steht aber fest, es wird eine Superfinalsendung geben. Wann genau, wissen wir noch nicht, ob im Sommer oder im Herbst, aber es gibt auch 2020 eine Gewinnerklasse, eine beste Klasse Deutschlands. Also darauf können wir uns schon freuen. Es wäre ja auch komisch, einen Wettbewerb irgendwie so mittendrin zu unterbrechen. Und damit sind wir schon am Ende. Wenn jetzt keine dringenden Fragen mehr sind, würde ich sagen, wir schalten jetzt nochmal per Bild alle Anwesenden, Laudatoren, Teilnehmerinnen, Teilnehmer, alle, die jetzt so da sind, nochmal dazu und schauen mal, Gäste, Laudatoren, Politiker, mal gucken, wer so da ist und wie das so klappt mit dem Bild. Ein schönes, winkendes Schlussbild haben wir uns da vorgestellt. Mal sehen, ob noch jemand ins Bild kommt. Bis jetzt sehe ich nur mich hier, aber wir können ja auch mal kurz warten. Ah, hier ist noch eine Frage, wie bist du zum Beispiel gekommen? Da wurde ich tatsächlich dazu eingeladen. Ich musste noch nicht mal zu einem Casting, weil ich vorher eine andere Kindersendung gemacht habe und die mich schon kannten und haben mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und ich habe natürlich sofort Hurra geschrien und mir einen Kakao zubereitet vor Freude und mich wie ein Schnitzel gefreut und einen Freudentanz aufgeführt und ein Loch im Bauch. Denn das ist natürlich auch eine schöne Sendung. So, werden keine Gäste zugeschaltet, merke ich gerade. Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Wünsche euch allen noch einen ganz tollen Freudentanztag. Lasst es krachen, haltet durch in dieser etwas besonderen Zeit. Wir schaffen das alle zusammen, genau wie ihr eure Projekte zusammen geschafft habt. Und irgendwann sehen wir uns in echt wieder. Bleibt munter und gesund und fröhlich und macht vielleicht im nächsten Jahr wieder mit bei den Zukunftsfliegern. Das würde uns alle sehr freuen. Alles Gute, vielen Dank an alle, die das hier auf die Beine gestellt haben. Das war die Premiere, die erste Online-Preisverleihung. Der Zukunftsflieger und überhaupt meine erste Online-Preisverleihung des ganzen Lebens und von euch vielleicht sogar auch. Einen schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal, alles Gute.
Tschüss.